So, hallo Leute, ich begrüße euch heute wieder zum weiteren Video von mir. Ja, heute seht ihr hier das Robbe Ladegerät. Heute kommt das Video, wie ich die Akkus laden werde, also wie das funktioniert. Dazu habe ich hier so ein Kabel mit Bananenstecker dran, also mal durchfahren. Hier Tamiya-Stecker, dann kommt ein T-Stecker. Und dann hier die Bananenstecker. Dann habe ich hier den Akku von Konrad mit Tamiya-Stecker. Das Ganze funktioniert so. Jetzt muss ich hier ein bisschen hochschieben. Wir sehen hier die Anschlüsse. Und ich muss jetzt den hinteren nehmen, weil wir diesen Bildschirm nehmen hier. Das heißt, das ist der unterste Bildschirm. Dann braucht man auch das hinterste Ladebuchsengestecke. So reinstecken und ich möchte mich schon entschuldigen, wenn es laggt, weil ich kann das mit meinem Samsung Galaxy S4 Mini nicht aufnehmen. Keine Ahnung warum, irgendwie bringt das S4 hier die Anzeige nicht scharf hin, dass man es lesen kann. Und ja, jetzt habe ich mal kurzerhand hier das HTC genommen. Also, ich stecke hier das so ein. Gucken, dass es richtig rum ist. So. Ich lege den jetzt nebendran hin. So. Jetzt richte ich das hier kurz ein bisschen aus, dass ihr alles sehen könnt. Jetzt mache ich genau das, was ich mache. Lustig. Ich gehe jetzt hier auf Start. Dann kommt hier Start. Dann, wenn wir hier wieder auf Plus gehen, kommen wir wieder weiter runter. Memory Select, also der Speicherplatz 6 ist das. Wir wollen neben Akku laden. Zellenanzahl hier ist ja 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Zellen. Das heißt, wir müssen hier auf 6 einstellen. Gehen runter. Milliampere-Zahl ist ja 3300 hier. Müssen wir auch ändern. Ladespannung kann man 3 Volt nehmen. 3 Ampere. Bei 3300 mA könnte man sogar 3,3 Ampere nehmen, aber ich nehme nur 3. Ja, jetzt können wir schon wieder auf Start klicken mit Enter. Jetzt steht hier neben Akku 6 Zellen mit 3300 mA, Discharge 1 Ampere und Charge 3 Ampere, so wie wir eingestellt haben. Jetzt könnte man hier, wenn man auf Mode klickt, könnte man es entladen, entladen und laden. Aber wir wollen ihn ja nur laden, weil der ist leer. Dann drücken wir auf Start und schon geht's los. Und ich bringe euch jetzt aufs Display. So, dann sag ich mal, bis gleich, bis das Ladegerät fertig ist. So Leute, hier, Akku ist vollgeladen, können wir hier sehen, ist jetzt bei 8,71 Volt. Genau hier oben 1021 mA wurden reingepackt, also war ja circa zur Hälfte leer, würde ich mal sagen, ungefähr. Wie man Lipos lädt und so, kann ich euch leider nicht zeigen, weil ich habe keine. Aber sobald ich einen habe, kann ich euch das zeigen. Und ja,
Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschö, Leute.